Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 FIFA Talk. Und ihr habt den letzten FIFA Talk mal sowas von abrasiert, deswegen dafür ein riesiges Dankeschön. Und falls euch der heute auch wieder gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo da lassen, denn zu FIFA 19 werde ich unfassbar viele FIFA Talks bringen. Dort bekommt ihr dann eben ganz viele News und wichtige Infos zum Spiel, und da werde ich natürlich auch weitere Glitches und Bugs zum Spiel eben hochladen. Deswegen an der Stelle unbedingt ein Abo da lassen und auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr da eben auch wirklich jedes Video mitbekommt und da eine Benachrichtigung bekommt. Beim heutigen FIFA Talk habe ich 4 Themen für euch vorbereitet. Beim ersten Thema geht es um einen Diss-Track, beim zweiten um einen Glitch, beim dritten um FIFA 19 News und beim vierten nochmal um WM-SBCs. Bleibt auf jeden Fall bis am Ende am Start, denn ich denke, jedes Thema ist interessant für jeden Einzelnen, und wir beginnen direkt mal mit dem allerersten, und das ist eben dieser Diss-Track gegen Tizi Schubech. Das Ganze wurde aufgenommen von We Are FIFA. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Person ist, ob das mehrere Personen sind. Ich weiß es wirklich absolut gar nicht. Tatsache ist, dass da eben ein Diss-Track gedroppt wurde gegen Tizi Schubech aus dem Nichts einfach. Ich finde den Diss-Track nicht so schlecht, ich finde ihn aber auch nicht unfassbar gut. Also, ja, ich finde ihn, einfach neutral. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Macht euch auf jeden Fall ein eigenes Bild. Den Link dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ich finde es als Unterhaltung ganz witzig, aber irgendwie ist es dann auch nicht wirklich das Wahre. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber ich wollte es unbedingt in das Video packen, da es sicher den ein oder anderen interessieren wird. Also für alle, die es interessiert, einfach mal vorbeischauen, und jetzt gehen wir auch schon weiter mit dem zweiten Thema, und dabei geht es eben, wie vorhin schon angesprochen, um den FIFA 18 WM-Modus Pack Glitch. Und hier möchte ich euch nochmal dazu animieren, falls ihr keine FIFA Points ausgeben wollt, nutzt diesen Glitch jetzt unbedingt noch aus, bevor er gepatcht wird, bevor er wieder eben aus dem Spiel herausgenommen wird. Mir haben auch ein paar Leute unter dem Glitch-Video kommentiert, dass das nicht gut ist, dass ich das hochlade, da ich dann eben diesen Glitch verbreite und eben nicht zum FIFA-Spielen animiere. Aber ich finde diese Möglichkeit nicht schlecht, und ich denke, wenn man eben wirklich kein Geld für FIFA ausgeben will, sollte man das unbedingt nutzen. Ich zum Beispiel will einfach keine FIFA-Points raushauen, um eben Packs zu ziehen. Deswegen ist so ein Glitch eben für mich auch perfekt geeignet, um eben einfach Free-Packs zu bekommen. Außerdem finde ich, dass jeder dieses Spiel so spielen soll, wie es ihm eben am besten gefällt. Und wenn es einem gefällt, so einen Glitch zu machen, um eben Gratis-Packs zu bekommen, dann sollte man das unbedingt machen. Man muss da jetzt nicht immer Spiele machen, um eben Packs zu bekommen und so. Wenn es so eine Möglichkeit gibt, wieso sollte man es nicht einfach mal nutzen, um sich da einfach ein paar Packs abzuholen? Deswegen finde ich das alles andere als verwerflich, so einen Glitch auszuführen und auch eben dazu ein Video zu machen. Also falls ihr genau wissen wollt, wie dieser Glitch jetzt nochmal funktioniert, ich werde euch das jetzt nicht hier im Video erklären, das wäre jetzt ein bisschen unnötig. Ich habe dazu ja schon ein Video gemacht, checkt das unbedingt ab. Ich habe es euch auch in der Beschreibung verlinkt. Weiter geht's mit dem dritten Thema, bei dem es sich um FIFA 19 handelt, denn der Trailer wurde jetzt tatsächlich angekündigt, offiziell auf der Twitter-Homepage. Und der wird am Samstag rauskommen, also am 9. Juni. Die Uhrzeit ist bisher noch unbekannt, aber der Trailer wird in 2 Tagen online kommen. Unfassbar krass. Das Ganze ist aber auch nur der erste Reveal-Trailer. Dabei geht es hauptsächlich auch um das Gameplay. Und man findet eigentlich wenig zu Ultimate Team oder eigentlich im Normalfall gar nichts zu Ultimate Team oder ähnlichem. Aber diesen Trailer solltet ihr nicht verpassen. Der wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von EA Sports veröffentlicht. Ich bin unfassbar gespannt, was man da sehen wird. Vielleicht gibt es da interessante Dinge, die im Trailer vorhanden sind. Und da sind wir auf jeden Fall alle gespannt. Am 9. Juni kommt der FIFA 19 Trailer. Wir sind jetzt auch schon beim letzten Thema angelangt, und dabei geht es nochmal um die WM-SBCs, die vor kurzem neu dazugekommen sind. Das Ganze nennt sich WM-Länder, und da kannst du eben zum Beispiel bei Kolumbien James Rodriguez bekommen, bei Polen Lewandowski, bei Senegal Mané und so weiter und so fort. Da kannst du einige gute Spieler ergattern. Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass diese SBCs viel zu schwierig sind, um sie wirklich gut lösen zu können. Das Ganze animiert eigentlich nur dazu, noch mehr Packs zu ziehen und somit eben auch FIFA Points oder Coins für das Spiel auszugeben. Denn zum Beispiel bei James Rodriguez wird erwartet, dass man 11 Kolumbianer findet, die dann auch noch insgesamt ein passendes Rating und eine passende Chemistry haben, und das ist einfach so gut wie unmöglich, finde ich. Also da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich viel höher, dass du den James in einem normalen Pack ziehst, in so einem Südamerika Upgrade Pack, als dass du den jetzt in der SBC irgendwie schnell machen kannst. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat passende Spieler, also eben 11 Kolumbianer, die dann auch alle noch auf der derselben Position sein müssen, in seinem Verein im WM-Modus?
das ist so gut wie unmöglich. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer und ich finde es bisschen blöd, dass EA das irgendwie so unfassbar schwierig gemacht hat, denn du musst eben ganz, ganz viele Packs gezogen haben, denn du musst halt eben entweder ganz viel gespielt haben und dadurch eben Packs geöffnet haben oder du musst halt FIFA-Points ausgegeben haben. Du musst einen wirklich komplett vollen Verein haben, um so eine SBC wirklich abschließen zu können. Und da ist meine Meinung einfach, dass das wirklich viel zu schwierig ist und dass EA sich da auf jeden Fall noch was anderes überlegen muss, vor allem wenn die WM dann beginnt, wenn dann eben so Arten von Top-Partien kommen, hoffe ich zumindest, also wenn da eben die ersten Spiele beginnen, dass da eben Top-Partien dann dazu kommen. Wenn das kommt, dann darf das wirklich nicht zu kompliziert sein, denn sonst musst du ja wieder wirklich mit Coins Packs ziehen oder du musst unfassbar viel spielen, damit sich das lohnt und das ist alles ein bisschen zu schwierig, finde ich, ein bisschen zu unerreichbar. Und so unbedingt will man ja einen James Rodriguez eben zum Beispiel dann auch nicht haben. Also die Belohnung ist dann irgendwie auch gar nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Naja, schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Und damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Lass auch ein Abo da, falls du neu auf dem Kanal bist. Und wenn du schon länger dabei bist, dann kannst du gerne noch die Glocke aktivieren, falls du das noch nicht getan hast. Okay, damit bin ich raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.